So, kannst du dich kurz vorstellen? Also ich bin der Patrick, ich bin krank, also von Beruf bin ich Physiotherapeut, das heißt Krankengymnastik vielleicht nennt man das in der Schweiz. Ich bin 25. Was noch? Ich bin Libanese, ich wohne gerade hier in Beirut, die Hauptstadt. Ich liebe Sprachen. Ich habe eigentlich sehr viele Interesse in vielen Fächern. Sprachen gehört zu diesen Fächern normalerweise. Und was noch? Ja. Okay, was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Arabisch. Wir sprechen das libanesische Dialekt Ja. und auch Standarddeutsch, Standardarabisch. Das ist wie Hochdeutsch oder Ja. Hocharabisch. Aber nur schriftlich, nur schriftlich. Das sprechen wir nicht täglich. Auf der Straße sprechen wir auf libanesisches Dialekt. Dennoch spreche ich Französisch als zweite Muttersprache. Das hast Und du auch also zu Hause gelernt oder in der Schule? Französisch, das war zu Hause. Meine Eltern haben mit uns immer auf, also beiden Sprachen, beiden Arabisch und Französisch gesprochen. Deswegen können wir also von der Kindheit auf beide Sprachen sprechen. Und dann weiter in der Schule haben wir also die Kenntnisse vertieft, sozusagen. Wie bitte? Wir haben unsere Kenntnisse auf Französisch vertieft. Das heißt, Ja, verbessert. approfondiert, ja. Ja. Und habt ihr dann andere Sprachen gelernt? Ich habe noch 13 Sprachen gelernt. Ich So kann auf viel. 13 Sprachen, 7 unter diesen Sprachen kann ich fließend, die anderen Mittelstufe sozusagen. Die 7 Sprachen, die ich sehr gut kenne, sind halt Arabisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch und Griechisch. Ja. Und die anderen Holländisch, Schwedisch, Portugiesisch und so weiter und so fort. Okay. Und was ist deine Sprachlernmethode bei diesen Fremdsprachen? Es ist immer selbstständig. Also ich bevorzuge die autodidaktische Methode lieber, Ja. als in eine Klasse zu sitzen und Also alleine lernen, oder? alleine lernen. Ja. Das bevorzuge ich. Das habe ich immer getan einfach. Das habe ich immer gedacht. Das klappte für mich. Das hatte funktioniert für mich. Und wie lernst du alleine? So mit, Also ja. ja, ich suche mir nach also Methoden sozusagen wie Assimil zum Beispiel am ersten, Kenne am ich. Anfang, ganz am Anfang, also fange ich mit einer Methode an, wie zum Beispiel Assimil, Teachers of oder was. Und ich fange mit dem Zuhören an. Ich höre sehr viel zu. Um eine Sprache, um einen Sprachkurs zu entwickeln. Ja. Ich finde es wichtiger, als nur auf Grammatik zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Ich glaube, dass man ein gewisses Gefühl zur Sprache haben darf, bevor er tief in die Grammatik hineintritt. Ja, aber glaubst du nicht vielleicht, dass es auch besser sein kann, mit einer Lehrer zu lernen? Also es kann für vielen Menschen kann es sehr hilfreich sein, weil es gibt manche Menschen, die vielleicht mit anderen, also sie lernen besser, wenn sie zum Beispiel in eine Klasse sitzen, zum Unterricht gehen, mit anderen Menschen umgeben sind, wo der Lehrer vor sie steht. Und der die Anweisungen gibt, also wie man eine Sprache Ja.
Also, aber der Lehrer, der zum Beispiel der erklärt, wie die grammatikalischen Regeln und so fort und das Verb, wie man dies oder das Verb konjugiert oder sowas, aber er erklärt nicht, wie man eine Sprache richtig gut sprechen kann. Aber Das machen sie. vielleicht kommt es auch darauf an, von welcher Lehrer wir Ja, haben. es ist immer davon abhängig. Es ist Ja. immer davon abhängig. Ja, klar. Also es gibt manche Schüler oder Institutionen, die einen sehr guten Job machen und Ja. andere, die nicht einen sehr guten Job machen. Ja, aber Das ist unterschiedlich. hast du nicht vielleicht, aber kann es vielleicht sein, dass für das selbstständiges Lernen für einige Leute schwer sein kann, weil sie vielleicht nicht genug Motivation haben und dann ist es für sie einfacher, wenn sie mit einem Lehrer lernen. Ah, stimmt. Es gibt manche Menschen, die zum Beispiel, die suchen nach Disziplin, die suchen nach Ja. Motivation. Und diese Motivation oder diese Disziplin finden sie nur oder ausschließlich in einer Klasse, wenn sie in einer Klasse sitzen, mit anderen Menschen, mit einem Lehrer und so weiter und so fort. Und das kann sehr hilfreich für andere sein. Für mich nicht persönlich. Aus meiner Sicht, aber für vielen anderen Leute, das kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Klar. Ja. Okay, und wann hast du angefangen, eine Fremdsprache zu lernen? War es in der Schule oder mehr alleine so? Meine erste Fremdsprache, die ich ganz alleine studiert habe, meinst du? Ja, oder hast du vielleicht eine in der Schule begonnen zu lernen? In der Schule nee, aber selbstständig habe ich mit Spanisch angefangen, da meine Großmutter Kolumbianerin ist. Okay. Also jetzt ist sie gestorben vor einem Monat, sie ist nicht mehr mit uns leider, Tut mir aber leid. sie war halt Kolumbianerin und also ich habe mit ihr gesprochen und dann habe ich einen Sprachkurs, Sprachunterricht besucht. Ja. Ich war 14 Jahre alt. Oh, ja. Aber trotzdem nicht sehr viel gelernt. Du hast besser Selbstständiges gelernt. Ja, das Ganze, das Ganze. Okay, und Deutsch? Deutsch auch, Deutsch auch. So, wann hast du Ich angefangen? mit 15. Ah, auch nicht sehr, okay. Ja, als ich 15 war. Und welches Niveau hast du heute in diese Spanisch und Deutsch? Und ja. Ah, also Spanisch, vielleicht Spanisch und Deutsch C1, C1, Italienisch C1, Portugiesisch auch C1. Weißt du, was C1 bedeutet, Ja, oder? ist Oh, fast das perfekt. Beste. Perfekt, perfekt. Also 7 Sprachen kann ich bis zum C1 sprechen, die anderen B2. B2, B1, die anderen 7, 6, 7 Sprachen, die ich spreche. Ja, aber Deutsch C1, Spanisch C1, Arabisch, Französisch C2. Ja. Ja, so. Und wann hast du dich für diese Art des Lernens entschieden? Also selbstständig. Also, weißt du, als ich noch klein war, ich war 14 Jahre alt, habe ich auf Ja. YouTube sehr viele Videos von vielen berühmten Polyglotten angeschaut Aha, ja. und sie sprachen fließend auf eine Menge Sprachen, einige von denen auf 5 Sprachen, 7, 9, 12, 15, sogar auf 30 Sprachen. Ja. Eine meiner besten Freunden, der ist Polyglotte, der heißt Emanuele Marini, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nein, weiß ich nicht. Der spricht mittlerweile 35 Sprachen. Der ist als Genie der Sprachen betrachtet. Ach, ja. Ja, und ich, sie haben mich wirklich stimuliert, erreizt, Ja.
andere Sprachen zu lernen, weil all diese Leute, all diese Personen, die bestimmen oder sie behaupten, dass sie, nicht behaupten, sie sagen, dass sie total selbstständig all die Sprachen beigebracht haben. Und ich wollte das selbst probieren. Ich dachte, naja, wenn sie das gemacht haben, dann vielleicht wäre es interessant, wenn ich das auch für mich selbst probieren kann. Und das habe ich gemacht und war ich damit erfolgreich. Ja, und du glaubst du, dass es der beste Weg ist, eine Fremdsprache zu lernen? Der beste Weg werde ich nicht sagen, persönlich schon, aber der beste Weg, weißt du, es gibt viele Menschen, die lernen unterschiedlich. Einige sind, manche sind vielleicht mehr visueller lernen, manchen lernen vielleicht besser in eine Klasse, wenn sie mit anderen umgeben sind. Manche lernen individuell besser oder ganz alleine. Manchen müssen zum Beispiel ins Land gehen, wo die Sprache gesprochen wird, und so weiter und so fort. Also wir sind unterschiedlich voneinander. Wir haben unterschiedliche Kapazitäten sozusagen. Und das zu behaupten, dass das der beste Weg ist, eine Fremdsprache zu lernen, wird egoistisch von meiner Seite. Ist Aber es? für mich schon, für mich, ich glaube, das ist der Ja. beste Weg der Welt. Okay. Ist es auch das Grund, Ja. ist es auch vielleicht das Grund, warum du, warum vielleicht nicht alle Menschen in Sprachkursen gut lernen können, also die Sprachen? Verstehst du, was ich meine? Ich habe deine Frage nicht verstanden. Ja, Kannst also du mal wiederholen? das vielleicht ist es vielleicht das Grund, warum einige Leute nicht gut in Sprachkursen gut lernen können. Ja, es kann sein, es kann sein. Weil wie ich dir schon erwähnt habe, wir sind komplexe Menschen, wir lernen unterschiedlich, wir haben verschiedene Kapazitäten, wir haben verschiedene Ziele auch. Ja, wie ich schon erwähnt habe, es ist so, es ist der Fall. Ja, aber was sind die Schwierigkeiten bei dieser Art des Lernens? Welches Dieses Art Selbst, meinst du? ja, alleine Art. lernen. Okay. Die Schwierigkeiten. Du musst immer diese Motivation, nach dieser Motivation suchen. Ich persönlich zum Beispiel, es gibt Tage, wo ich keine Lust habe, Sprachen zu lernen, wenn ich keine Motivation habe, Ja. wenn ich keinen Bock habe, Sprachen zu lernen. Und ich muss mir immer, also nachdenken oder immer mich erinnern, wofür ich am Anfang oder gleich am Anfang entschieden habe, diese Sprache anzunehmen. Ein guter Trick kann sein, dass du zum Beispiel, wenn du anfängst, Ja. Mit einer neuen Sprache, kannst du 5 Gründe auf ein Stück Papier schreiben, Ja. für denen du die Sprache richtig, richtig gut lernen möchtest. Sodass jedes Mal, dass du vergisst, Ja. wieso du dieser Sprache beschäftigt bist, kannst du dann einen Blick werfen, auf dieses Stück Papier werfen und dann dich wieder erinnern. Ja, ist eine gute Idee, Das ist um wichtig. nicht aufzugeben. Ja, das. Aha. Und denkst du, dass dieses selbstständiges Lernen für alle Personen zugänglich ist? Aha. Okay, also ich glaube, das ist im Internet, okay, kostenlose Ressourcen gibt im Internet. Ich glaube, dass all diese Ressourcen, die ich zum Beispiel benutze, wie zum Beispiel Videos anzuschauen auf YouTube oder entweder Videos oder Musik zu hören oder andere Gespräche zu hören oder tief in die Sprache
also einzutauchen, das ist zugänglich für alle Menschen, weil es gibt viele kostenlose Materialien im Internet, die man ausnutzen kann oder ausnutzen könnte. Es gibt viele Inhalte, viele Ressourcen, viele Materialien und viele gute kostenlose Materialien. Aber der Unterschied sozusagen, was der Unterschied macht, ist Folgendes. Man muss wissen, wie man diese Materialien oder diese Ressourcen benutzen muss. Also ja, wir haben all diese Ressourcen, diese Materialien, die sind sehr schön, kostenlos und so weiter und so fort. Aber wenn wir nicht, wenn wir nicht wissen, wie wir all diese Ressourcen benutzen, dann können wir die Sprache nicht richtig gut lernen. Ja, aber ist klar, das, kaufst obwohl du, wir diese Ressourcen haben. Ja, kaufst du vielleicht manchmal so, wenn du eine neue Sprache lernen willst, ein Buch nur mit Grammatikübungen, vielleicht für Niveau A1 zum Beispiel oder so? Ja, klar. Ich zum Beispiel, was ich persönlich mache mit der Assimil-Methode, weil ich liebe die Assimil-Methode, was ich persönlich mache, ich fange an, viel zuzuhören. Ich fange an mit dem Lesen, okay, aber ich höre sehr viel zu, um ein besseres Gefühl für die Sprache zu haben. Und was sie machen im Sprachunterricht zum Beispiel, sie fokussieren sich ausschließlich auf die Grammatik. Sie machen sehr weniger, sie hören sehr wenig zur Sprache zu. Und das ist vielleicht halt das Problem, sagen wir mal. Also ich werde dir sagen, wie die Schule das macht. Okay? Ja. Sie probieren oder sie versuchen, die Sprache zu sezieren, zu zersetzen, wenn du willst, oder dekomponieren in kleines Stückchen, okay, wie zum Beispiel hier ist die Grammatik und hier konjugieren wir die Verben. Ja. Aber sie geben nicht viele, sie legen nicht viele Energie auf das Wichtigste, und zwar auf Gespräche zu führen, richtige Gespräche zu führen. Ja, du denkst also, dass Fremdsprachen in der Schule nicht gut unterrichtet werden. Ich denke, dass sie unterrichtet gut, wenn es sich um also Erklärungen zu geben handelt. Wie zum Beispiel, sie erklären sehr gut die grammatikalischen Ideen. Okay, sie bereiten die Studenten für die Prüfungen vor. Ja. Wie zum Beispiel, um die Prüfungen zu bestehen, C1, A1, A2, B2. Was auch immer. Sie bereiten die Studenten vor, diese Prüfungen zu bestehen oder die kleinen Tests zu bestehen, eine gute Note zu bekommen zum Beispiel. Ja. Aber fokussieren sich wirklich auf echte, reale Gespräche, tägliche Gespräche oder so. Das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Zum Beispiel, also eine Klasse kann sehr interessant und sehr wichtig sein, um diese Prüfungen zu bestehen, um die Grammatik besser zu verstehen, um tief in die grammatikalischen Erklärungen hineinzugehen. Aber um echte Gespräche zu haben und wirklich etwas zu, wie sagt man, zu lernen und nein, nicht unterrichten. Lernen, ach, mir fällt das Wort ein. Zu leisten. Aha. Also etwas zu leisten. Das ist halt die Frage.
Also ich denke, dass Sie einen guten Job machen, wenn es sich um diese Erklärungen und die Grammatik handelt. Aber für die anderen Dinge jedoch, ich Und weiß nicht. Ich zum weiß Beispiel für nicht. den Wortschatz? Wie bitte? Für die Wortschatz zu lernen? Ja, also die, weißt du, was die machen, ist ein bisschen ineffizient, weil, also sie sagen dir zum Beispiel, schreiben mir auf eine Liste 10 Worte, also sie geben dir wahrscheinlich eine Liste mit 10 Gemüse, die du auswendig lernen darfst. Ja, genau. Und sie sagen zu dir, naja, lerne das bitte, du hast 2 Tage, um all das zu erlernen. Aber in Wirklichkeit brauchst du jetzt gerade im Moment, brauchst du all diese Worte, um ein Gespräch zu führen, um ein Gespräch zu führen. Das ist halt die Frage. Sie geben dir viele Vokabeln also zu lernen und so weiter. Anstatt Worte, die du wirklich gerade verwenden wirst. Ja, also vielleicht hast du es schon erwähnt, aber was sind die positiven und negativen Aspekte des Sprachenlernens in der Schule? Die positiven Aspekte sind, dass du, wie wir schon erwähnt haben, dass du mit vielen Studenten umgeben bist. Es macht auch außerdem macht es Spaß. Es ist spaßlich. Es könnte es auch Ja, Spaß sein. aha. Was auch für positiven Sachen auch Motivation zu Ja. bringen, aufzubringen, Motivation, was noch mehr Disziplin. Ich persönlich, ich ertrage kein Disziplin, zum Beispiel, das ist aus meiner persönlichen Sicht, aber sie geben dir viele Motivation, auch die Anweisungen und außerdem der Lehrer. Wenn es sich um einen guten Lehrer handelt, potenziell kann er dir auf der richtigen Weg des Sprachenlernens hindeuten oder hinweisen. Ja. Ja, und es geht immer der Lehrer. Ja. Wie er die Motivation bringt, wie viele Motivation er dich bringt. Und die negativen Aspekte? Die negativen Aspekten, die negativen ist das, also sie, ja, sie konzentrieren sich auf Grammatik, auf kleine Dinge und sie bleiben die meiste Zeit bleiben sie bei der gleichen Sache, anstatt weiterzumachen. Auch sie fokussieren nicht auf die Psychologie eines Menschen. Was Okay, meinst du? ja, was heißt das? Also Ja. Psychologie. Das heißt, dass du darfst, also wenn du in einer Klasse sitzt, Ja. sie sagen nicht zu dir, dass Fehler sind eine gute Sache, du musst sehr viele Fehler machen. Du musst dich verirren. Auch sie sagen nicht zu dir, dass du Engagement, wirklich Engagement zur Sprache Ja. haben. Weil, ja, zum Beispiel die Studenten, die gehen zum Unterricht, sie sitzen ganz passiv, sie machen. Und außer diesen Unterrichten machen sie nichts mehr. Sie sitzen sehr passiv, sie machen nur die Übungen oder nur was den Lehrer sie angewiesen hat, Ja. was er sie gesagt hat. Und sie gehen zurück zu Hause und machen nichts. Und machen nichts. Und dann sie warten auf den nächsten Tag, um wieder zum Unterricht zu kommen. Und den Lehrer zu hören, was er zu sie sagen will.
Ja. Verst und Word. Und ja, es ist, also die Studenten müssen also mehr Engagement zur Sprache haben, sie müssen mehr engagiert sein. Zum Beispiel, wir können ihnen sagen, wie können Sie sagen, dass Sie besser lernen können, wenn Sie zum Beispiel aktiv bei der Sache bleiben? Ne? Zum Beispiel, wie Sie YouTube zum Beispiel verwenden können Ja. oder also Musik zu hören, Sie wirklich verreizen, eine neue Sprache zu lernen. Also es ist keine Pflicht, eine Sprache zu lernen. Es muss nicht als eine Pflicht betrachtet. Es ist keine Pflicht, es ist kein Bedürfnis. Ja. Das muss man muss halt eine Interesse für Sprachen haben, eine Liebe für Sprache haben und nicht nur ich gehe, weil ich muss. Ich gehe zum Unterricht, weil ich muss mir diese Sprache erlernen oder weil ich habe diese Pflicht. Es ist pflichtig. Nein, es muss aus Interesse, aus Motivation und Inspiration. Man muss immer inspiriert sein. Und der Lehrer kann eine sehr wichtige Rolle spielen damit. Also diese Motivation zu bringen, diese Inspiration zu zeigen und so weiter. Okay. Ja. Jetzt eine andere Frage. Was denkst du über Sprachreise? Denkst du, dass wir besser lernen, wenn wir in die Sprache eines Landes oder einer Region eintauchen? Ah, sehr interessant. Also ins Land zu fahren, das könnte sehr hilfreich sein Ja. für viele, viele Personen. Aber ich werde dir ein Szenario geben oder ein Beispiel geben. Also stell dir mal das vor, dass ich zum Beispiel, ich bin der Patrick, ich gehe nach Japan Ja. oder ich bin in Japan fast seit 4 Jahren bin ich nach Japan gezogen. Ja. Und bis jetzt, okay, kann ich kaum Japanisch sprechen Ja. oder sehr, sehr wenig Japanisch sprechen. Und wenn du genauer anschaust, wenn du mich genauer anschaust, wirst du sehen, dass ich die ganze Zeit, was ich zum Beispiel in Japan gemacht habe, die ganze Zeit habe ich nur mit libanesischen Menschen umgegangen, Ja. immer auf Arabisch gesprochen, die Kultur, die japanische Kultur, die interessiert mich nicht, ich bin eher sehr passiv, die Menschen, sie interessieren mich nicht, Ja. das Land auch, die Sprache, Ja. was auch die Kultur, was weiß ich, obwohl ich physisch, okay, physisch, mein Körper ist tief in die Sprache eingetaucht. Ja. Ob das passiert, ich lasse oder erlaube ich die Sprache nicht in mir oder in meinen Kopf oder in meinen Körper hineinzutreten. Das erlaube ich nicht. Ich bin nicht zulässig. Ja. Ich bin nicht genug zulässig, weil ich diese Motivation gegen diese Sprache nicht habe. Weil ich mache es, weil ich. Ich will kein Japanisch lernen, weil ich Ja. kein Japanisch lernen will. Weißt du was? Also wir können nicht sagen, dass wenn du physisch in einem Land bist, dass du unbedingt die Sprache des Landes dir beibringen wirst. Und dann aber, wenn Das du, ist nicht meine Regel. ja, aber dann, wenn du motiviert wärst, Aha, wäre es besser? wenn du es erlaubst, in dir Ja, hineinzutreten genau. oder hineinzukommen, das ist der Unterschied. Das ist halt der Unterschied. Aber wenn du passiv bleibst, dann wirst du nicht zulässig sein und verlierst du die Motivation ganz, ganz schnell. Und dann ist es vielleicht, dann denkst du, dass es besser wäre, in einem Land eintauchen zu werden? Aha, es wäre besser, wenn du
die Sprache erlaubst, in dir hineinzukommen, wenn du genug motiviert bist. Es kann sehr hilfreich sein. Warum? Weil du die Umgangssprache lernen wirst. Wenn du auf die Straße bist, dann wirst du die Sprache des Alltages ansprechen, des Alltägliches. Also die Sprache, die Umgangssprache erlernen. Aber wenn du ausschließlich in Bücher liest, ja, ernst, wirst du die Umgangssprache nicht lernen. Und die Umgangssprache ist ein bisschen unterschiedlicher als die Sprache, die zum Beispiel im Manual, in Bücher ja, das stimmt, gebrauchen wird. Und glaubst du, dass es möglich wäre, wenn wir in einem Land eintauchen sind, dass wir nur es so lernen, also wenn wir auch motiviert sind und nur mit Leuten zu sprechen und keine Sprachkurse zu nehmen? Es könnte sein für viele Menschen, also wie, es ist wie ein, wie zum Beispiel Kinder, ja, sich eine Sprache beibringen. Also ja, die Kinder, die werden eine Sprache, sie werden eine Sprache ganz am Anfang sprechen, wenn sie geboren sind, zum Beispiel, wenn du ein Baby warst, hast du ja, die Sprache sofort gesprochen, gleich gesprochen. Du hast nicht gewartet, bis du in die Schule bist und die Grammatik erlernt hast und so weiter und so fort. Du hast begonnen zu sprechen, bevor du in die Schule eingetreten bist oder eingetreten warst. Also ich glaube, das ist sehr möglich, eine Sprache auf diese Weise zu erlernen. Für mich, ich weiß es noch nicht eigentlich. Ich habe es nicht probiert, niemals, nie probiert. Okay. Ausschließlich auf diese Weise eine Sprache zu erlernen. Aber es könnte sein, für viele Menschen, das könnte sein, das könnte der Fall sein. Aber, und wenn, ja, nein, nichts, neue Frage. Wenn du jetzt eine neue Sprache lernen müsstest, was würdest du tun und was würdest du vor allem nicht tun? Also ich werde immer das tun, was ich immer getan habe. Und zwar, ich werde versuchen, ganz am Anfang die Sprache zu verwenden. Ganz am Anfang. Also wenn ich mir neue Wörter beigebracht habe, dann werde ich anfangen, Baustrukturen, Satzstrukturen aufzubauen, die mir also für mein Leben passen, die sehr persönlich sind, also persönliche Sätze zum Beispiel. Und was werde ich tun? Noch, also ich werde ich habe das Wort wieder vergessen. Das passiert jetzt. Ja. Ich werde mir erlauben, viele Fehler zu machen, weil ich weiß, dass aus Fehlern lernt man. Mhm. Und wenn man immer sich davor fürchtet oder Angst davor hat, Fehler zu machen, dann können wir nicht unsere Kenntnisse verbessern und mit der Sprache weitermachen. Ja, ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass man sehr viele Fehler macht, und zwar am Anfang, und Feedback dafür kriegt. Ja. Es ist am wichtigsten, glaube ich. Und was werde ich nicht tun? Ja. Was werde ich nicht tun? Ich werde nicht die Grammatik, ich will wie ein Baby lernen, weißt du, ohne Angst zu haben, weil wir Menschen, wir haben sehr viel Angst,
Und diese Angst haben wir in der Schule, als wir noch klein waren, haben diese Angst entwickelt, weil die Lehrer hat zu dir gesagt, höchstwahrscheinlich, mach das nicht, du musst dich nicht irren. Und dann hast du diese Angst mit der Zeit entwickelt. Aber ich versuche, dass diese Angst, dass sie mich wirklich nicht zurückhält beim Sprachenlernen. Ich versuche so viel wie möglich Fehler zu machen, deswegen, weil meine Mentalität jetzt gerade bevorzugt, viele Fehler zu machen. Und ich finde das eher sehr, sehr, sehr wichtig für das Lernprozess einer neuen Sprache. Okay. Und was ist das Schwierigste, wenn du eine Fremdsprache lernst? Das Schwierigste, das wäre leicht komplexe Satzbaustrukturen aufzubauen. Das heißt, also wenn wir mit einer neuen Sprache anfangen, wir fangen mit sehr einfachen Satzstrukturen, wie zum Beispiel, wenn ich mir Deutsch beibringe, jetzt zum Beispiel, werde ich Dinge wie das Kind isst den Apfel sagen. Mhm. Aber wenn ich einen Schritt nach vorne mache, oder wenn ich zum anderen Niveau hineintreten werde, dann werde ich sagen, das Kind isst den Apfel oder das Kind hat den Apfel gegessen, damit es sich besser fühlt. Mhm. Und das ist eine lange Frage, dass du nicht gleich von Anfang an dich ausdrücken kannst. Und das erfordert viele Zeit, viele, viele Zeit und Anstrengungen. Okay. Es ist gar nicht einfach, so komplexe Sätze aufzubauen. Okay, jetzt eine ganz andere Frage. Was würdest du im Sprachunterricht verbessern dann? Aha, was würde ich verbessern? Auf jeden Fall. Nicht so viel Grammatik lernen, oder? nicht so viel auf Grammatik zu fokussieren, also zu diese grammatikalischen Regeln zu zersetzen oder zu sezieren. Sezieren, das heißt zu dissect. Nicht auch auf diese, bei der gleichen Sache zu bleiben. Ich werde versuchen, also ich will, dass der Lehrer oder die Lehrerin den Studenten Hinweise rund um Sprachenlernen geben. Was meine ich mit also Hinweisen? Die müssen die Studenten immer sagen, dass das nicht genug ist, dass das nicht genug ist, wenn sie eine neue Sprache richtig gut sprechen möchten, dass das dann das, was sie in der Schule machen, ist nicht genügend. Ja. Sie müssen sich selbst engagieren. Sie müssen neugierig sein. Sie müssen mehr aufgeschlossen sein. Es ist nicht genügend. Sie müssen mehr Kontakt mit der Sprache haben, mehr Kontakt mit Personen haben, aber mit Muttersprachen zu haben. Ja, und dann. Ja, was ist. Ja. Entschuldigung. Das ist halt sehr wichtig. Aber sie, ich will nicht sagen, weißt du, ich will nicht in Absoluten sprechen, aber die meisten machen das nicht. Ich will nicht sagen, dass alle das machen. Nein. Nee. Vielleicht es gibt vielen, vielen Lehrer, die das den Studenten sagen oder viele Hinweisen geben, aber dann das natürlich nicht alle. Aber dann vielleicht wäre es eine gute Idee, vielleicht einen Sprachaufenthalt zu machen, um mehr die Kultur zu entdecken, so dass die Schüler. Ja, es ist immer sehr interessant, immer wieder sehr interessant, eine Sprache durch die Kultur zu lernen. Sehr, sehr interessant. Und ich bin
ich glaube, dass ein Aufenthalt sehr, sehr wichtig sein könnte, um die Sprache besser, also so zu lernen, mehr und mehr um die Sprache zu lernen, die Kultur, die Leute und alles. Die Speise vielleicht. Ja. Alles, was mit der Kultur zu tun hat. Die Musik, Folklore. Ja. Ja. Okay. Es ist immer eine sehr gute Idee, eine Sprache durch die Kultur zu lernen. Weil meiner Meinung nach, sie vertieft diese Kenntnisse. Und sie machen diese Kenntnisse mehr interessant. Ja, solid. Mehr mehr stark. Nein, nicht stark. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber du hast es verstanden. Ja. Okay. Was denkst du über die zweisprachige Erziehung zu Hause? Also der Vater spricht eine Sprache und die Mutter eine andere? Ich glaube, das ist ausgezeichnet. Also das ist der Fall zum Beispiel hier in Libanon. Wir sprechen, zwei Sprachen, also gleich von der Geburt. Ja. Wir sind mit zwei Sprachen erzogen. Meine Mutter zum Beispiel, sie sprach mit uns immer auf Französisch, Französisch und Arabisch, lieber auf Französisch. Mein Vater dagegen hat immer auf Arabisch gesprochen, ein bisschen auf Französisch, aber die meiste Zeit auf Arabisch. Mhm. Und dann in der Schule haben wir beide Sprachen richtig gut erlernt, also mit Grammatik und so weiter und so fort. Aber wir haben nicht sehr viel auf die Grammatik konzentriert, ganz am Anfang. Mhm. Aber du warst auch ein Kind, oder? Ja. Wir machen keine Grammatik. Wenn du ein Kind bist, dann machst du keine Grammatik. Ja. Du beginnst einfach die Sprache zu sprechen, ohne die geringste Idee zu haben rund um die Grammatik eine Sprache. Okay, was ist deine Meinung zum Thema Sprachenlernen mit Apps, zum Beispiel Babbel, Duolingo, Monthly? Hast du schon versucht? Meiner Meinung nach. Aha, ich habe nur, also unter diesen Apps habe ich nur Duolingo benutzt. Mhm. Duolingo ist halt die anderen, also Babbel habe ich schon mal gehört, aber ich kenne mich nicht gut aus mit diesen Methode. Mit Duolingo dagegen. Duolingo ist halt eine sehr interessante App, finde ich, also mit der grünen Eule, die sehr cool ist, die Duo heißt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, aber ja, Duolingo hat eine sehr coole Interface, also sagen, ja, sie haben einen sehr guten Job damit gemacht, die entwickeln diese Sprache. Es ist wirklich richtig gut für Anfänger. Aber dann nicht mehr. Nein, nicht mehr. Also, diese App kann nicht. Wie? Also, ja, du kannst weitersprechen. Ja, diese App kann nicht die andere Methode ersetzen. Aha. Es kann nicht die andere Methode ersetzen. Man kann sich nicht ausschließlich auf diese App verlassen. So geht es nicht. Man muss richtig Kontakt zur Sprache haben. Man muss, also wie ich schon erwähnt habe, mit der Psychologie zu tun hat. Das ist sehr wichtig. Es ist, weißt du, Sprache zu lernen, vielleicht, das ist 70%, es enthält aus Psychologie.
und die anderen 30% auf Wörter und die Analytiker-Dinge, wie zum Beispiel Wörter ausdrücken und so weiter, Grammatik und so weiter und so fort. Und die anderen 70%, das ist halt Psychologie, Psychologie selbst. Also nur mit einer App eine Sprache zu lernen, Ist das vielleicht es noch? geht nicht. Also persönlicherweise. Vielleicht gibt es andere Menschen, die ausschließlich mit Duolingo, die haben sich ausschließlich mit Duolingo beschäftigt, aber dann nicht mein eigener Fall. Vielleicht gibt es andere Leute, die damit erfolgreich waren. Das weiß ich nicht. Okay. Hast du schon mal Duolingo probiert, Sarah? Ja, Oder? ich glaube schon, aber es war seit langer Zeit. Ich erinnere mich nicht mehr sehr gut, aber es war, ich glaube, für Deutsch und ich war schon genug gut in Deutsch und es hat mir nicht sehr viel geholfen und ja, ich brauchte es nicht für Deutsch. Ja, es sind nur sehr wenig, nur sehr wenig. Also ein bisschen, also ein Vokabeln zu akkumulieren und so weiter. Aber diese Schritte nach vorne, das musst du eine andere Weise aussuchen. Eine letzte Frage über die Schule noch. Was Ja. haltest du von zweisprachigem Unterricht in der Schule? Glaubst du, dass es bei einem ausreichenden Niveau in einer Fremdsprache, zum Beispiel B1, eine gute Idee ist, bestimmte andere Fächer in der Schule oder Gymnasium in dieser Sprache zu belegen? Zum Beispiel Aha. Physik und Geschichte auf Deutsch zu haben? Also, naja, das könnte interessant sein, weißt du, das könnte interessant sein, also die Sprachen in andere Fächern zu integrieren, sozusagen. Aber das ist immer davon abhängig. Was willst du? Bist du wirklich zum Beispiel die Geschichte auf Deutsch, also das zu machen, das interessiert dich wirklich. Willst du das verwenden? Das hängt davon ab, was für Ziele du eigentlich in die Zukunft hast. Willst du wirklich Geschichte auf Deutsch lernen oder willst du wirklich Physik in Deutschland zum Beispiel? Bist du ein Ingenieur zum Beispiel sein, ein mechanischer Ingenieur sein oder in Deutschland oder so? Aber Das vielleicht hängt davon nur, ab, was für Pläne du in die Zukunft hast. ja, aber vielleicht Aber nur, um besser, nur die Sprache, um besser die Sprache zu lernen. aha, ich bevorzuge, Sarah, ich bevorzuge all diese Energie auf etwas anders zu legen, zum Beispiel auf reale Gespräche, reale interessante Aber dann. tägliche Gespräche zu legen. Aber wenn wir zum Beispiel Geschichte auf Deutsch haben, haben wir mehr Kontakt mit der Sprache und können wir mehr mit dem, zum Beispiel mit dem Lehrer auf Deutsch sprechen und über dieses Thema, diese Themen. Ja, es könnte sein, es könnte sein. Letzte Frage. Was wäre aus deiner Sicht die perfekte Art und Weise, eine Sprache zu lernen? Aus meiner Sicht. Also jetzt kann ich sagen, was ich will. Ja. Aus meiner Sicht. Die perfekte Weise, eine Sprache zu sprechen, aus meiner Sicht wäre, viel zuzuhören. Okay, viel Engagement zu haben. Die Sprache richtig integriert zu lassen in deinem Leben. Sehr viel zuhören, sehr viele Dinge anschauen, Kontakt zu Menschen zu haben, zur Kultur. Es gibt keine Grenze. Es gibt keine Grenze. Und wir können diese Technologie sogar hinbringen. Anstatt dass wir ins Land gehen, können wir die Technologie, die Sprache hineinbringen, um die Sprache richtig gut zu lernen. Also heutzutage können wir nicht sagen, ich kann mir die Sprache nicht richtig gut beibringen, weil ich kann nicht ins Land fahren, wo die Sprache gesprochen wird.
wie können die das Land hineinbringen, die Sprache hineinbringen? Ja, also die perfekte Methode ist immer wiederholen, sprechen, Fehler machen, mit anderen in Kontakt zu kommen, so viel wie möglich ins Gespräch zu kommen, und so weiter. Also, und nicht bei der gleichen Sache zu bleiben. Okay. Nicht bei der gleichen Sache zu bleiben. Und das muss immer Spaß machen. Wenn es dir keine Spaß macht, dann mach eine Pause. Mach einfach eine Pause. Und dann kannst du zurückkommen. Okay, ich will noch etwas wissen. Wie alt warst du, wenn du ein gutes Niveau in Deutsch hattest, wenn du wirklich gut in Deutsch warst? Flüssig meinst du? Ja, Oder? genau. Also, Okay, ja. das hatte zwei Jahre erfordert. Also Deutsch war meine erste Fremdsprache, meine zweite Fremdsprache, die ich ganz alleine angenommen habe. Aber in der Zeit wusste ich nicht gut, richtig gut, wie man eine Sprache richtig gut lernen kann. Und deswegen musste ich das erlernen, musste ich das wissen, wie mein Gehirn funktioniert, wie ich funktioniere, wie ich Sprachen lerne. Ich hatte gedacht, das wäre nie möglich, mir ganz alleine eine Sprache beizubringen. Deswegen hat es ein bisschen mehr Zeit erfordert als die anderen Sprachen, die ich studiert habe, Ja. wie Rumänisch, Portugiesisch und so weiter. Also es war wie ein Versuch- und Irrtum-Prozess sozusagen, weißt Ja. du. Und danach habe ich gefunden, habe ich herausgefunden, was für mich eigentlich funktioniert, was wirksam für mich ist, was effizient für mich ist. Und das dann, erst dann habe ich das Ganze implementiert oder integriert sozusagen für die anderen Sprachen. Aber hast du dann nie aufgehört, weiter Deutsch zu lernen? Ich lerne Also, Deutsch immer noch, immer noch. ja, ich Das meine. hört sich nie auf. Ja, ich meine zum Beispiel immer weiter Zeitungen lesen, zweimal in der Woche in eine Sendung auf Deutsch zu schauen, sowas. Die Zeitung nicht unbedingt, Ja, aber nicht zum Beispiel, zweimal ich schaue Beispiel. mir. Ja, das weiß ich. Aber zum Beispiel, ich schaue mir diese Galileo-Videos. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja. Galileo, das ist eine Ja, kenne ich. Kanale auf YouTube, die sehr, sehr, sehr gut und die haben sehr interessante Inhalte darin. Ich schaue mir zum Beispiel dreimal der Woche schaue ich mir einige Videos von ihnen, von sie. Und die sind immer, immer interessant für mich. Ich lerne immer noch neue Vokabeln, neue Wörter, neue Ausdrücke. Nicht nur ausschließlich von Galileo, aber auch noch also anderen Materialien zum Beispiel. Ich höre sehr viele Musik an. Deutsche Musik. Was noch? Was Es mache ich gibt, denn noch? ja, ich habe mit viele. Ist eine Menge an Musik, an Ressourcen. Wirklich, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen, die befinden sich nur in unserem Kopf. Und was noch? Ja, das war's. Aber Das. das ist auch die Methode, die du verwendest, um deine Sprache zu vergessen. Man vergisst immer Dinge in der Sprache. Es ist, weißt du, wir sind, es ist menschlich. Es ist menschlich. Wir vergessen immer wieder neue Wörter, die wir oder alte Wörter, die wir aufgenommen haben, im Kopf aufgenommen haben. Das vergessen wir immer wieder.
Aber nicht total vergessen, nicht total vergessen. Wenn ich zum Beispiel das gleiche Wort wieder sehe, dann wird es wieder in meinen Kopf, in meinen Kopf kommen, oder? Ja. Ja, aber ja, ich habe viele Dinge vergessen. Ja, zum Beispiel, wenn ich eine Sprache nicht täglich oder nicht sehr oft verwende, dann vergisst man einige Dinge. Aber komplett eine Sprache komplett zu vergessen, vollständig zu vergessen, es geht nicht, wenn du die Sprache richtig studiert hast oder richtig erlernt hast. In diesem Fall kannst du die Sprache nicht vollständig vergessen. Ja. Okay. Aber einige Worte und einige Ausdrücke schon. Ja. Okay, ich glaube, wir sind fertig mit meinen Fragen. Willst du noch etwas vielleicht sagen? Nicht unbedingt. ich will das sagen. Sprachen lernen, das ist, wie wir schon gesagt haben, das ist für alle zugänglich. Aber wir müssen nur wissen, wie unser Kopf funktioniert. Ach, wie? Funktioniert. Wie unser Kopf funktioniert, wie wir als Menschen funktionieren. Und das kann nur sein das kann nur auftreten durch Versuch und Irrtumprozess. Und es ist sehr, sehr wichtig, das zu wissen und wirklich uns bewusst zu machen, was für uns funktioniert, was für uns nicht funktioniert, wie unser Gehirn funktioniert, was wir nicht machen dürfen, was wir machen dürfen und so weiter und so fort. Also das ist halt sehr wichtig. Ja, und das unterrichten in der Schule nicht sehr oft. Nicht sehr oft. Sie zeigen dir nicht, wie du eine Sprache besser lernen könntest. Weißt du? Ja. Ja, sie unterrichten Grammatik und diese anderen Aspekte und so weiter und so fort, die Modalverben, die Kasus und so weiter, aber sie zeigen dir nicht, wie du eine Sprache besser lernen könntest. Und das ist vielleicht, weil sie damit nicht erfolgreich waren. Ja, das könnte auch sein. Okay. Das könnte auch sein. Ja, das stimmt. Dass sie das nicht selbst wissen, vielleicht. Ja, es kann sein. Ja, es kann sein. Höchstwahrscheinlich. Okay, jetzt. Danke vielmals für das Interview. Das war eine Ehre. Das war eine Ehre, mit dir zu sprechen, Sarah. Und danke dir für deine Zeit. Auch. Für mich auch. Also, danke dir und wir sprechen bald vielleicht. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß.